Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Filmgespräch, zum Film Marek Edelmann und Es gab Liebe im Ghetto. Der Film ist über unsere Homepage bis zum 1. September zugänglich. Der Link und das Passwort finden Sie dort. Wenn Sie uns jetzt gerade im Livestream zuschauen, könnten Sie auch eine Frage stellen unter diskussion@topographie.de. Der Film selbst ist auch im Kino zu sehen, also nicht nur über unsere Homepage, sondern am 31. August, Dienstag, läuft er 20.30 Uhr im Bundesplatzkino. Die Veranstaltung, das Streaming des Films, ist Teil von Film Polska. Film Polska ist das größte polnische Filmfestival außerhalb Polens. Wir als Topographie des Terrors sind froh, dass wir wieder dabei sein können in diesem großen Revue von aktuellen polnischen Filmen, Retrospektiven und Sonderreihen. Ich freue mich sehr, dass jetzt zum Gespräch Jolanta Dulewska, die Regisseurin des Films, dabei ist. Ich möchte sie ganz kurz vorstellen. Jolanta Dulewska hat Regie und Kamera studiert, ist Professorin an der Filmhochschule in Łódź, auch Professorin an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Mehrere ihrer Dokumentarfilme sind preisgekrönt. Vor über 10 Jahren konnten wir hier in der Stiftung Topographie des Terrors den Film Chronik des Aufstandes im Warschauer Ghetto nach Marek Edelmann zeigen. Ein weiterer wichtiger Film von ihr ist Polin, Spuren der Erinnerung, oder im Polnischen Okruche Pamięcie. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Professor Stefanie Schüler-Springorum. Sie ist häufiger Gast bei uns bei Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr, dass sie zugesagt hat. Sie ist Professorin an der TU Berlin, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung. Ich sehe gerade, aber okay, wir haben jetzt hier ein eigenartiges Bild, aber das wird wohl so sein. Stefanie Schüler-Springorum hat eine enge Verbindung mit der Topographie des Terrors. In den 90er Jahren war sie eine der Akteurinnen, der Kuratorin der Ausstellung Jüdische Geschichte in Berlin, das Projekt, das von Professor Reinhard Rürup geleitet wurde. Danach hat sie verschiedene Stationen gehabt in Hamburg und ist eben wie jetzt, wie gesagt, Professorin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind deutsch-jüdische Geschichte, aber auch die spanische Geschichte. Ich würde jetzt am Anfang bei beiden, Frau Dulewska und Frau Schüler-Springorum, eher allgemeine Fragen stellen, damit wir ins Gespräch kommen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, weil wir sie nicht mehr sehen. Okay, ich denke, jetzt sehen wir Sie wieder. Meine Frage wäre, Sie haben, wie eben gesagt, schon einen Film mit Marek Edelmann in den 90er Jahren gemacht. Die erste Frage war, wie haben Sie Marek Edelmann kennengelernt und wie ist dieser Film und Es gab Liebe im Ghetto entstanden? Was war seine Vorgeschichte? Ja, guten Abend. Ich habe Marek Edelmann kennengelernt bei einem anderen Film am Jahr 1991 oder 90, denke ich. Ja. Mhm. Und also, warum habe ich den Film gedreht? Eigentlich, das war Wunsch von Marek Edelmann, um einen Film über Liebe im Ghetto zu drehen. Das war seine Idee. Und das Interview, wenn ich es richtig verstanden habe, ist kurz vor seinem Tod 2009 entstanden. Ja. Also wissen Sie, 2008 hat mich Marek Edelmann angerufen und hat
gesagt, ich soll ein Drehbuch über einen Spielfilm Die Liebe im Ghetto schreiben für Andrzej Wajda. Aber ich habe Marek gesagt, ich kann nicht ein Drehbuch für einen Spielfilm von einem Spielfilm für Andrzej Wajda zu schreiben. Und wissen Sie, das war sehr interessant, weil so wie haben Sie gesagt, das war schon ein Jahr von dem Tod von Marek Edelman. Er war ein Arzt. Er war ein Arzt mit einer besonderer Intuition. Er hat gewusst, dass er geht weg. Und ab diesem Moment, wenn er hat verstanden, er geht weg, er wollte unbedingt einen Film über die Liebe im Ghetto machen. Für mich war das interessant. So wie haben Sie gesagt, am 1993 habe ich mit Marek eine lange Dokumentation gedreht, die Chronik des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Marek war ein Erzähler. Dazu habe ich benutzt Archivmaterialien. Und in diesem Film gibt es aber noch eine Person. Ganz kurz spricht in diesem Film eine Freundin, enge Freundin von Marek Edelman, die damalige Ärztin im Kinderkrankenhaus im Warschauer Ghetto, Kinderkrankenhaus Berson-Baumanns. Sie war dort junge Ärztin. Und wenn habe ich mit ihr gedreht, sie war schon 3 Wochen vor dem Tod. Sie lag im Krankenhaus bei Dr. Marek Edelman und sie hat mir gesagt, dass sie war sehr bewegt nach dem Gespräch und am Ende hat gesagt, ihr müsst einen Film über die Liebe im Ghetto machen, weil die Liebe im Ghetto, das war was Besonderes. Ich habe damals, also am 1993, Marek Edelman erzählt, was Inka hat gesagt. Marek hat gesagt, to takie sentymentalne wzdychy. Also das bedeutet, Marek hat gesagt, das war sentimental. Und eigentlich in diesem Film habe ich ihm auch über Liebe gefragt. Er hat sehr kurz geantwortet. Ich habe also verstanden, dass es war eine Art von der Symmetrie, wenn Dr. Adina Bladisch-Schweiger wusste, ich sterbe in ein paar Tagen. Sie war auch die Ärztin, wollte über Liebe sprechen. Und eigentlich Marek auch in den letzten Tagen wollte auch über Liebe sprechen. Also ich spreche vielleicht aber zu lange. Ich will noch eine Sache sagen. Ja? Also zurück zum 2008. Marek hat mich angerufen, ich bin gekommen. Ich habe gesagt, ich kann das Drehbuch nicht schreiben für Andrzej Wajda. Weil ihr müsst wissen, Marek wollte, dass den Film über die Liebe im Ghetto dreht Agnieszka Holland oder Andrzej Wajda. Agnieszka hat abgesagt, Wajda hat gesagt, wenn habe ich ein Drehbuch. Aber ich habe Marek gesagt, weißt du, irgendwo muss ich aber einen Film über Liebe im Ghetto drehen, weil ich habe das Inka, Dr. Adina Bladisch-Schweiger, versprochen. Und Marek hat mich gefragt, wie würdest du so einen Film machen? Ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich Hauptsache, du sitzt vor der Kamera und du erzählst das alles. Weil man hat schon ein paar Filme über Liebe im Ghetto gedreht, im Warschauer Ghetto, in anderen Ghettos. Ja? Und Marek hat gesagt, okay, also
ich habe noch ein bisschen Kraft, kannst du fragen. Und so hat sich das angefangen für mich. Ja, vielen Dank, Frau Dülewska. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Es war ja dann doch ein langer Zeitraum von 2009 bis 2019, 10 Jahre, bis der Film dann fertig wurde. Was passierte in dieser Zeit? Warum hat es so lange gedauert? Wissen Sie, ja, ich habe mit Marek gedreht. Mhm. Kommt bis zu einem Tag, wenn Marek hat Gefühl gehabt, er ändert sich physisch. Er hat gesagt, ab jetzt, ich kann dir nur erzählen, bitte drehe nicht. Und ich habe verstanden, dass Marek wollte einen Film so wie Casablanca. Er wollte einen Film, einen Spielfilm, ja. Und ich bin zum Andrzej Wajda gekommen. Und eigentlich Andrzej Wajda wollte den Film für Marek drehen. Also ich habe weiter gefragt, ob er kann die szenische Szenen drehen. Und später habe ich so gedacht, Agnieszka, ja, Marek wollte auch Agnieszka in diesem Projekt. Vielleicht Agnieszka wird zu diesen Szenen Drehbücher schreiben. Und so, also Marek hat gewusst, dass er wird den fertigen Film nicht sehen. Das war ihm klar, ja. Aber ja, später war ein bisschen so, Wajda hat gerade einen Film über Lech Wałęsa gedreht, war sehr beschäftigt. Das hat ein bisschen gedauert. Später haben wir schon die szenische Szenen mit Wajda gedreht. Haben wir gedreht, die, ich nenne das Rekonstruktionen, die schwarz-weißen Szenen, die waren gedreht in den Plätzen, in dem Platz von Ghetto, in diesen Plätzen, in welchen die Geschichten passierten. Ja? Aber die bunten Szenen sind mit Wajda gedreht und später. Eigentlich habe ich sehr lange geschnitten, aber ihr müsst wissen, ich arbeite mehr als Kamerafrau. Also ich habe andere Filme gedreht, später bin ich zurückgekommen, geschnitten, nachgedacht und später, am Ende habe ich verstanden, dass Marek war für mich so lange lebendig, wie lange habe ich noch arbeitet mit den Filmmaterialien. Also ich denke, ich weiß nicht, warum so lange, aber ich habe Gefühl gehabt, es sollte so sein. Vielen Dank, Frau Dülewska. Das war wirklich ein bewegender Einblick. Ich würde jetzt Stefanie Schüler-Springorum bitten, aus Ihrer Sicht einen Eindruck oder Ihre Eindrücke zu dem Film zu formulieren. Ja, auch von mir vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es ist gut, dass Sie das eben noch mal gesagt haben, dass Sie auch an dem Film so lange gearbeitet haben, weil so lange war für Sie Marek Edelmann lebendig. Und das ist er ja in dem Film. Also für mich ist das ein Film über Augen und über Blicke. Über Marek Edelmann erzählt und blickt in die Kamera. Und wenn Sie ihn etwas fragen, dann sieht man, wie er sich erinnert, also wie seine Augen etwas sehen von damals, was wir nicht sehen und was auch nun die Überlebenden eben vor ihren Augen haben. Und zugleich haben sie dann diese vielen Aufnahmen aus der Zeit, die in ihrer großen Mehrheit, und auch das hat mich sehr beeindruckt, eben auch wieder Blicke von Menschen aus dem Ghetto. Sie konzentrieren sich immer auf die Gesichter und auf die Blicke, die Menschen blicken in die Kamera. Und wir alle wissen, es gibt ja eine große Diskussion, ob man Material von den Deutschen, von den Tätern verwenden darf. Und ich war am Anfang auch etwas nervös. Und dann fand ich das
absolut großartig, muss ich sagen, wie diese Gesichter und die Blicke miteinander korrespondieren. Also die Opfer von damals, die Menschen im Ghetto blicken einen an und Marek Edelmann blickt einen an und man sieht, wie er nach innen guckt und sich erinnert. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt an dem Film. Und jetzt die zweite Besonderheit ist ja diese Film, also diese nachgespielten Aufnahmen, also dieses Reenactment. Und da war ich ambivalent. Da habe ich zum einen denke ich, gerade weil, und auch gerade jüngere Leute, aber nicht nur jüngere Leute, auch wir, für uns ist das, was wir Holocaust nennen, ist immer in Schwarz-Weiß und es sind immer alte Menschen, die darüber sprechen. Und in dem Film ist es bunt und es sind junge Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch filmisch klar zu machen in dieser Art und Weise. Und zugleich habe ich mich doch gewundert, ich hatte das Gefühl, am Anfang in der ersten Geschichte von Dola sind sie sehr grell. Es sind grelle Farben, rote Haare, Lipgloss, es ist alles sehr fast wie Plastikwelt. Und im Laufe der Zeit werden auch die Szenen ist weniger Farbe und sie werden am Ende, glaube ich, bei Hanuschka ist es, glaube ich, fast schwarz-weiß. Und ich wollte Sie einfach fragen, was waren die Entscheidungen? Also wie haben Sie sich dafür entschieden, zum einen diese Grelle oder High Heels und eben Lipgloss zu verwenden und dann immer mehr, habe ich das Gefühl, die beiden Zeiten nähern sich filmisch an. Das war zumindest mein Eindruck. Insofern, das würde mich sehr interessieren, was Ihre Beweggründe dafür waren. Ja, wissen Sie, zunächst habe ich gedacht, dass Marek Edelmann soll schwarz-weiß sein, aber das war nicht richtig, ja. Und ich wollte eigentlich, das haben Sie sehr gut verstanden mit den Farben, dass die Farben ein bisschen verschwinden, ja. Das gibt weniger Farben. Ja, also schwarz-weiß meistens habe ich auch das gedreht, das normales gegenwärtiges Leben in Warschau, in Muranów. Muranów ist ein Wohnviertel von dem damaligen Ghetto. Ja? Das wollte ich schwarz-weiß, weil das wollte ich ein bisschen das Verschwinden in dem Bild, die Beziehungen zwischen den Leuten, die leben dort heutzutage und zwischen den Mauern und den Bäumen und so weiter. Das war nicht einfach dramaturgisch, das alles zusammenkriegen. Ich muss noch eine Sache sagen. Sehr lange habe ich habe nicht geplant, meine Fragen zu benutzen. Also ich wollte das so wie in dem ersten Film Marek erzählt, aber das hat nicht funktioniert, ja. Ich habe auch nicht benutzt lange die Szenen, wo Marek schreit auf mich, ja. Aber das war auch nicht Der so wunderbare, so gute Mensch. Natürlich, Marek hat akzeptiert, dass ich werde ihn fragen, aber ihm war nicht einfach, so intim zu erzählen über den Gefühlen von seinen Freunden, über seinen eigenen Gefühlen, ja, und er hat so reagiert. Aber ja, ich habe verstanden, ich muss das so benutzen, um richtig zu erzählen, was Liebe bedeutet für Marek, weil für mich normalerweise die Überlebenden von dem Holocaust wiederholen bis Ende, mach ihr alles da, wiederholt sich das nicht nochmal. Aber Marek wollte was anderes uns eigentlich sagen, dass die Liebe, die Welt hat Sinn, wenn die Liebe ist da, ja. Und das ist
Das wollte ich also, das, was er spricht, aber das auch, was er nicht spricht, mhm. sondern okay. was er schweigt, wollte ich transportieren, mhm. weiter zum Publikum, mhm. nicht verpassen. Ja? Das, genau, da darf ich noch mal nachfragen, weil ich hatte mich auch gefragt, warum Sie diese Szenen drin gelassen haben, wo er sagt, ich will da nicht drüber reden, ich weiß es nicht mehr, Nirvim, ne? und ich erinnere mich nicht. Und das, und Sie haben ja diesen Konflikt im Film. Und ja. aus meiner Sicht war es immer so, also habe ich das empfunden, er will einen Film über die Liebe im Ghetto, haben Sie jetzt ja auch nochmal gesagt, aber es kann nicht einen Film geben über die Liebe im Ghetto, ohne einen Film über den Mord im Ghetto. Aber, und wenn Sie ihn fragen nach den Gefühlen, was hat er gesehen am Umschlagplatz, was hat er gefühlt, was hat er, das will er ja nicht sagen. Und ich hatte den Eindruck, Sie wollen das, Sie bestehen da drauf, um auch nochmal klarzumachen, es gibt, man kann nicht nur über die Liebe reden, man muss auch über das andere reden. Und nicht nur, wie er das redet. Er redet das ja immer sehr matter of fact. Sondern was... Ja. Also das war mein Eindruck. Weil die Szenen sind ja auch etwas verstörend, weil man denkt, ach, warum lassen Sie den alten Mann nicht in Ruhe, wenn er da nicht drüber reden will? Und Sie insistieren und insistieren. Ja, ja, ja. ja. Ihr weiß, das war auch sehr lange. Ich konnte mich nicht entscheiden, ja. Mhm. Das hier brauchte ich auch Zeit, ja. Mhm. Aber ich kannte diese Liebe von Marek für den Tausenden, Hunderten von den Tausenden, die ermordet sind, ja. Und eigentlich er hat immer gestanden an diesem Tor, wo die Leute sind zum Waggons ja, gegangen. Und er könnte so wenig, aber natürlich, ich weiß nicht, bis heute habe ich Fehler gemacht oder soll ich das alles anders auch schneiden, aber ich denke so, dass diese Bilder zeigen, welche Wahrheit, wichtige Wahrheit über Marek, über eine Person, die ist historisch und die historisch, denke ich, wird auch immer wichtiger sein. Also er war ein Buddhist, das sind schwere Zeiten für Buddhisten, ja, aber ja. Ich würde gerne noch fragen, es gibt ja eine große Diskussion, wie mit dem Filmmaterial, das von deutschen Propagandakompanien oder anderen deutschen Einheiten im Warschauer Ghetto an anderen Orten entstanden ist. Und lange Zeit wurden ja auch in TV-Dokumentationen gerade aus diesem Fragment von 1942 viele Bilder praktisch illustrativ verwendet. Ich hoffe, dass das nicht mehr so oft passiert, weil das ja offensichtlich ein Umgang mit dem Bildmaterial ist, der sehr fraglich ist. Sie benutzen diese Bilder auch, aber doch in einer ganz anderen Weise. Also das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich da sehr skeptisch war, dass das funktioniert, das, was wir Täterbilder sagen, die Kamera als Waffe sozusagen mit der Weltanschauung, die diese Leute hatten, dann auch diese Bilder filmen. Es sind die einzigen, die wir haben. Und Sie haben das in dem Interview mit Cornel Miklos so genannt, mich interessiert diese filmische Archäologie. Könnten Sie uns vielleicht sagen, wie Sie mit diesem Filmmaterial ganz konkret umgehen, wie Sie sich dem nähern und wie Sie dann Entscheidungen treffen? Ja, also wissen Sie, für mich eine Szene, eine gedrehte Szene ist wie in diesem Dokumentarmaterialien, ist wie eine lebendige Situation, ja.
Ich beobachte die Situation mehrmals sehr langsam und es ist mir klar, es passierte was ganz nah, das, was normalerweise ist, nicht sichtbar. Ja? Sehr oft benutze ich auch manchmal einen 16. Teil von dem Bildes, ja? Um sichtbar zu machen, das, was normalerweise ist außer unserer Perzeption. Also das ist meine technische Methode. Das ist für mich ein bisschen wie Archäologie, ja? Weil manchmal, ich bin Kamerafrau, ich drehe auch Dokumentationen. Ich weiß, wie man arbeitet mit der Kamera. Manchmal drehen wir so schnell, dass wir merken, nur das, was passierte nah von der Kamera, ja. Aber die Situation in der Tiefe, die entwickelt sich irgendwie organisch. Also, aber weißt ihr, ich weiß, manchmal Leute ganz automatisch sagen, nein, das haben die Nazi gedreht, ich schaue das nicht an. Für mich das alles ist nicht so einfach. Also da ich bin, wie Sie haben gesagt, eine Archäologin ein bisschen, wenn geht's um, besonders wenn geht's um Thema Holocaust. Ich habe sehr viel gesehen und für mich auch sehr interessant ist, wenn ich beobachte, wie meine Kamera, meine deutsche, meistens Nazi-Kamera-Kollegen haben gedreht, ja, und manchmal drehen sie ganz ohne Emotionen, ja, aber gibt's auch einen Film, das ist eine Deportation aus kleinem, bis heute, man weiß nicht aus welchem Städtel, aus kleinem Städtchen in Polen. Aber ihr wisst, den Film ist nicht geschnitten, also man schaut alles so an, wie man hat gedreht. Das war gedreht mit der Kamera 25 mm und Ich merke, ich kann lesen die Emotionen von dem Kameramann, der zunächst hat alles relativ technisch gedreht, ordentlich. Aber später, wenn die Situation entwickelt so, die Leute sind verfolgt, ja, die Leute sind, das ist keine große Aggression von der Seite von SS-Leute, das ist langsame, starke, immer höhere Aggression. Und der Kameramann, der das gedreht hat, am Anfang, und er hat noch im Bewusst gehabt, ich soll die Filter ändern. Aber später, die Einstellungen sind zu lange, weil er war schon mit den Emotionen von den Personen. Und das war sehr interessant. Also ich denke, das alles braucht noch ein bisschen Zeit, mehr Zeit. Ihr wisst, unsere Stimmung zu den Archivmaterialien ändert sich. Ich habe gehört von meinem damaligen Professor in der Filmschule in Łódź, Jerzy Bosak, ein großer, toller Regisseur von Dokumentarfilmen, ein Soldat in der Zeit des Krieges. Er hat nach Polen in Ende von den 40er Jahren mitgebracht, die ersten Filme gedreht von Nazi-Kameraleuten aus dem Warschauer Ghetto. Und alle waren in Polen glücklich, dass man hat das bekommen, ja, weil man hat die Spuren bekommen, man hat die Dokumenten bekommen, man hat aber auch noch für eine Weile die Möglichkeit bekommen, mit den Leuten zu sein. Ihr versteht, das waren diese Emotionen. Heutzutage manche Leute, wenn kommen Archivmaterialien in Film, machen die Augen zu. Also das alles ist im Prozess. Frau Professor weiß viel besser als wir hier und versteht das auch viel besser, weil sie beschäftigen sich sehr stark mit diesem Prozess, ja.
Aber ich würde ja gerne einen Film von Ihnen über dieses deutsche Archivmaterial sehen, Ihre Interpretation, das wäre ein wichtiges Projekt. Also mich hat das, ich kenne ja die Diskussion über die Täterbilder und Täterfilme und ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich das sehr eindrucksvoll fand, wie Sie damit umgehen und wie Sie die Würde der Menschen immer wieder herstellen. Ne? Sie ist ja nicht immer da, aber Sie stellen sie immer wieder her, indem Sie fokussieren auf die Gesichter. Und das möchte ich auch noch sagen, es ist ja auch eminent politisch, also Sie haben diese eine Szene im Film, wo die Deutschen Beute machen, wo die Deutschen die Ringe und den Schmuck den Frauen wegnehmen. Und dann zoomen sie auch nochmal auf die goldenen Ketten. Und da wird man sich dann eben doch wünschen, dass sich die Zuschauer überlegen, wo kommt eigentlich Omas Goldkette her? Also das ist ja, die sind ja irgendwo hingekommen, diese Ketten. Das ist ja sozusagen der Link zu uns heute hier in Deutschland. Und das ist auch wichtig. Und diese Szene hätte man nicht, wenn man nicht mit diesem Material arbeitet. Insofern hat es verschiedene Aspekte. Und ja. Also mich hat auch sehr beeindruckt, wie im weiteren Fortgang des Films immer häufigere Wechsel in das Warschau von heute, also als dann sozusagen die Zeitebenen ja ineinander fließen. Man hat zum Beispiel diese Rikscha-Bilder, die eben auch von 1942 oder davor sind, aber dann sind die nachgedrehten Rikscha-Bilder, die fahren dann an einem alten Haus vorbei und plötzlich fahren sie am Pollen-Museum, am Museum der Geschichte der polnischen Juden vorbei. Also da, also das fand ich sehr, das Verhältnis zu diesem historischen Filmmaterial für mich in wirklich ein sehr interessantes Verhältnis gesetzt und das hat mich sehr beeindruckt. Weil wissen Sie, das war die Weg, ja? Und das war auch nicht das Haus, weil das ist neu gebautes Haus, aber in diesem Platz stand dieses Haus, ja, aus welchem man hat die Mutter von der Protagonistin genommen. Natürlich, die Straßen sind jetzt ein bisschen anders gebaut. Das ist nicht 100%, aber so haben wir auch die Szene, wo Marek kommt aus der Arbeit und auf ihm wartet seine Freundin. Ja? Die war auch gedreht unter einem Baum, weil damals in diesem Platz war das Haus von Marek. Ja? Also das war was anderes als die Inszenierungsszenen. Wissen Sie, wenn Andrzej Wajda hat das Gespräch mit Marek angeschaut, hat gesagt, eigentlich sollten wir nichts mehr drehen. Eigentlich Archivmaterialien dazu, wie in diesem ersten Film und wird gut sein. Aber wir haben gewusst, Marek wollte das. Ja? Marek wollte das. Und wir glaubten Marek, dass das wird schon Sinn haben. Wir haben auch gewusst, Marek wollte den Film für junge Leute irgendwie adressieren, ja. Ja, und wer weiß, vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren sehen wir einen Casablanca-Film, der auf Ihrem Film aufbaut. Ja, ne? Ja, vielleicht. Ich habe jetzt mal nur eine kurze Nachfrage auch auf die musikalische Ebene. Es sind ja eben eine sehr interessante moderne Musik, die für den Film geschaffen wurde, aber auch sehr viel historisches Musikmaterial. Könnten Sie einem deutschen Publikum etwas dazu sagen, von wann ist diese Musik genau? Also ja, die alte Musik, meistens gesungene Musik mit dem Gesang, das ist das, was die Leute, die Protagonisten, Marek, vor dem Krieg gehört haben, weil das waren sehr populäre Lieder, meistens auch geschriebene, komponierte durch polnisch-jüdische Musiker, ja. Und ja, Die sind auch über Liebe, die sind auch über, ja, über Glück. Hm.
Ja, ich habe schau mal auf die Uhr. Es sind jetzt eine gute halbe Stunde. Wir wollten das Gespräch jetzt auch nicht zu lange, weil Sie sollen ja vor allen Dingen den Film auch noch sehen. Ich schaue mal in die Richtung. Wäre da noch irgendwie eine Frage? Haben Sie noch eine Frage vielleicht an Frau Schüler-Springorum? Sie fragen mich? Nein. Nein, gut. Also wie gesagt, ich hoffe, dass viele Menschen den Film jetzt sehen und dass es in Deutschland dann auch bald die Gelegenheit gibt, ihn auszuleihen, sodass man auch an der Universität damit arbeiten kann. Und ich glaube, dass die Idee, dass es junge Leute ansprechen soll, nicht, das wird hinhauen. Also ich glaube, das funktioniert. Mhm. Auch wenn es irritierend ist am Anfang mit den grellen Bildern, die dann immer weniger grell werden. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was einfach visuell eine andere Generation mitnimmt und aufbricht, dieses alles ist grau und alles ist alt und war vor 100 Jahren. Also insofern, ja, ich wünsche mir sehr, dass sehr viel gesehen wird. Ja, das kann ich ja dann auch der deutschen Produktionsfirma nochmal sagen und vielleicht kann dann Film Polska, das Festival und wir als Stiftung ein wenig dazu beitragen. Ich würde jetzt gern zum Abschluss des Gesprächs noch einen kurzen Text zu dem Filmplakat. Wir hatten jetzt abgesprochen, ja wunderbar, dass das Filmplakat eingeblendet wird. Ein Kollege, der mehrere Jahrzehnte hier in der Stiftung gearbeitet hat, hat genau zu diesem Bild, das ein Ausschnitt eines größeren Bildes ist, einen Text geschrieben. Und das sind ein paar Sätze, die würde ich jetzt gern zum Abschluss noch vorlesen, weil es wirklich eine so dichte, intensive Bildbeschreibung ist und ja das Bild ist, das Sie oder die Produktionsfirma dann für den Film ausgewählt haben. Es geht also wirklich genau um die Szene, die Sie jetzt gerade sehen. Und der Text ist von Klaus Hesse. Links im Vordergrund, also links, weil das Bild ist größer, der rechte Teil ist jetzt nicht im Bild. Links im Vordergrund liegt eine junge Frau im hellen Sommermantel zusammengekauert. Neben ihr, wie fest mit ihr verbunden, Kopf und Schulter eines jungen Mannes, der den linken Arm um ihren Nacken gelegt hat. Sie hält Kopf und Wange des Mannes in ihrer rechten Hand. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Sie scheint zu weinen, wirkt wie unter Schock. Der bis heute nicht sicher identifizierte SS- und Polizeifotograf hat hier einen Moment absoluter Unterwerfung fotografiert. Die ihrem Schicksal auswegslos ausgelieferten Ghettoinsassen hat er bildlich als ohnmächtige Opfer fixiert, hat auch fotografisch über sie verfügt, dabei die Kamera wie eine Waffe benutzend, um eine grauenhafte Trophäe der Tat zu erhalten. Gleichzeitig jedoch hat die Kamera des Täters hier einen großen Moment der Menschlichkeit als Geste gegen den Terror festgehalten. Für die Nachwelt ist er zum fotografischen Monument des Leidens der Opfer und zum symbolischen Gegenbild der Täterwelt geworden, gegen die eigentlichen Intentionen des SS-Fotografen. Denn in großer Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht geben sich zwei Menschen Nähe, symbolischen Schutz, Zärtlichkeit. Sie sind in ihrer Angst miteinander verbunden, sind wenigstens nicht allein bis zu ihrem vermutlich kurz bevorstehenden Tod. Wenn es einen heroischen Ausdruck von Liebe gibt, ist er in diesem Foto zum Dokument geronnen. Das Bild lässt einen nicht mehr los. Es zeigt, zu welchen Verbrechen Menschen fähig sind. Vor allem hat es aber fotografisch aufbewahrt, was Menschen dem auch und gerade in größter Verzweiflung manchmal entgegenzusetzen fähig sind. Mitgefühl, Loyalität, Liebe. Und als ich das jetzt wieder gelesen hatte, dachte ich, dass das ein Text ist, gerade mit dem Abschluss, der auch dem, was Marek Edelmann sich so gewünscht hat, mit diesem Film recht nahe kommt. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Dilewska. Vielen Dank, Stefanie Schüler-Springorum. Ich möchte noch ganz kurz eine Ansage machen und einen Dank. Dank an Cornel Miklos, an Natalia Zuch, das ganze Team von Film Polska und natürlich die Leitung des Polnischen Instituts, Frau Kempowicz. Dank an Pallas Film, an Frau Kaps. Sie wird das hören, was wir heute gesagt haben und wird da vielleicht hoffentlich gute Ideen entwickeln. Und
Noch eine letzte Information. Die nächste Veranstaltung der Topografie findet am Dienstag, 31. August statt. Wenn Sie das hören, wird es dann schon ein bisschen knapp sein. Sie können versuchen oder Sie können sich anmelden. Ein paar Leute können zu dieser Veranstaltung auch hier ins Auditorium kommen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Dülewska. Herzlichen Dank, Stefanie Schüler-Springorum. Und alles Gute weiterhin für diesen Film. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute.